Das ist ein ganz zartes Gold, das sieht man leider bei den Lichtverhältnissen nicht. Da ist es leider noch nicht dunkel genug, die Taschbüro 20. Also es ist Brokatgold, das ist relativ dunkel, steht dafür lang. Leider sieht man das jetzt nicht so richtig. Probieren wir unser Glück doch einfach mal mit Crackling. Das geht eigentlich auch richtig gut, wenn es noch nicht ganz dunkel ist. Deswegen die Nummer 19, die Taschbüro 16. Dieses Mal mit 12 Schuss Crackling Feuertopf zu Popping Flowers für 3,95. Fällt mir saugut. Ja, also die hat mich jetzt auch überrascht für das Kaliber und den Preis. Ja, würde ich sagen, die Nummer 20, Feuertopf Gold von Panda, 50 mm, ebenfalls für 3,95. Ja, ein Schuss macht richtig Spaß. Ein Schuss pures Gold, Kaliber 50 mm, also... Dreifach geschossen ist das Ding richtig übel. Und aus der gleichen Baureihe haben wir den ganzen Spaß für den gleichen Preis noch in Bund. Das wäre die Nummer 21, der Feuertopfbund von Panda. Rosa! Weil ich gerade einen Zwischenruf bekomme, der Marcel vorne, der pinkelt sich schon fast in die Hose, weil er sich so freut. Der hat eine tolle Lola dabei, die haben wir jetzt leider nicht auf der Liste. Da würde ich sagen, lassen wir sie den doch mal anzünden. Das ist eine Rakete mit Kreischaufstieg. Viel Spaß. Tolle Lola, im Dezember haben wir die für euch auch dabei, das war jetzt eher so ein spontanes Ding. Kommen wir zurück zur 22, die Taschbüro 7 neu. Da müssen wir aufpassen, von der Taschbüro 7 gibt es zwei Varianten. Die alte, auch als Pyro Azwawa bekannt. Jetzt als 15-Schuss-Fächer Brokatkronen mit Blindsternen für 4,95. Schönes Ding, ein bisschen niedrig. Ja, die Chinesen sind ja auch nicht die Größten. Also. Würde ich sagen, wir machen weiter mit der 23. Ich denke, das passt jetzt auch gut rein. Dann haben wir es schön dunkel für die richtig anständigen Kaliber. Die Nummer 24, die 23, die Plus vom Hersteller Triplex. Da pflegen wir sehr guten Kontakt dazu. Haben wir dieses Jahr das erste Mal im Programm und wollen einfach mal sehen, es sind alles neue Produkte, Videos sind immer schön, aber gerne ist besser ist der Live-Eindruck, deswegen schaut es euch einfach mal an für 7,95 die Plus von Triplex. Nee, die ist mausetot. Okay, dann machen wir weiter mit der 24, die Diablo, auch von Triplex, 8,95, 19 Schuss, 133 Gramm NEM. Auch nass. Nee, oh, Wunder. Boah, das ist doch ganz anständig, wenn der Spaß funktioniert. Ja, die fällt es gut rein. Ja, also für das Kaliber von 20 mm echt ordentlich. Da schauen wir doch mal, was Geisha mit seinem Eisblock der Nummer 25 für 10,95 dagegen ausrichten kann. Gleiches Kaliber, dieses Mal 15 Schuss mit 150 Gramm NEM. Ich bin wirklich gespannt, habe ich selbst auch noch nie gesehen. Thank you.
immer wechselnd geschossen mit Bouquet und kleinem roten Wasserfall. Ich denke, jetzt kommen wir mit der Nummer 26 zum ersten richtigen Kracher mit Kaliber 25 von Triplex. Also ich habe den schon mal gesehen, der hat richtig gut gerumst. 16 Schuss, 192 Gramm NEM, eine schöne Mixbatterie mit Brokatkronen und Crackling für 10,95. Also ich finde, das ist ein richtig schönes Teil. Ist jetzt echt schade, dass es noch nicht richtig dunkel ist. Das ist bei Gold halt wirklich schwierig. Also wenn er die im Dunkeln schießt, macht richtig Spaß. Da kommt auch die Goldkrone viel besser raus. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der Nummer 27 Festival von Panda. Das ist also die neue Generation der Bombenrohre ab 2017. Da ist nicht wie früher, die kommen direkt danach 50 mm erlaubt, jetzt nur noch 30 mm bei 25 Gramm NEM pro Schuss. Ich habe nie welche genutzt. Haben wir drei Stück in der Packung für 8,95. Ich würde sagen, wir schießen einfach alle drei mal nacheinander. Ja, die sind ja noch erlaubt, ja. Das ist schon bestellt bei Toschi. Also ja. Jeweils drei einzelne Rohre. Könnte sein. Das ist feucht, dann wird die Linse irgendwie feucht von vorne. Warte mal. Gleich. Ey, die sind richtig klasse. Ja, also für 30 mm finde ich egal, das ist beides Mikrofaser. Jetzt schauen wir mal, was die Nummer 28, der Booster, ab 2017 verboten, Bombenrohr mit Kaliber 50 mm, also die Dinger, die zängern gewaltig. Für 5,95 ein Schuss, aber ich finde, das ist immer wieder wert. Viel Spaß. Oh ja. Also da knallt es richtig. Ist jetzt der Blue Star auch wieder im Dunkeln besser zu erkennen, aber ich denke mittlerweile die 29, der Golden Star, das gleiche Kaliber in Gold, den müssten wir jetzt richtig schön sehen und der drückt für 5,95 genauso. Der will wieder nicht, oder was? Ah, die machen doch richtig Spaß. 50 mm, wie gesagt, ab 2017 verboten. Ja, wir haben es auch nur in begrenzter Stückzahl leider da. Ja, da sie eben verboten werden, werden sie auch nicht mehr nachproduziert bis jetzt. Also was wir haben, haben wir, dann ist leider der Ofen aus. Anders sieht es zum Beispiel aus bei der Nummer 30, der Snakebite. Das ist auch eine Neuheit aus dem Hause Geischer Fireworks in Holland. 10 Schuss, gelbe und blaue Sterne mit Knisterweiden. Viel Spaß! Snakebite von Geisha für 7,95, also auch eine der günstigeren Batterien. Dann kommen wir zum ersten Artikel von Gao, die 31, der Fluffy Willow, keine Neuheit. Hat es letztes Jahr schon gegeben, die hat es bei uns leider nicht im Verkauf geschafft. Dafür haben wir sie dieses Jahr. 13 Schuss mit goldenen Trauerweiden-Bouquets für 8,95 und wie wir das von Gao gewohnt sind, gehen wir schwer davon aus, dass die auch vom Zerleger her ordentlich drücken wird. Ja, die neuen nicht so, die FAT-Batterien, die sind nicht so berauschend vom Gau. Ja.
Fluffy Willow, die 31 von Gau. Machen wir weiter mit der Nummer 32, dieses Mal die Tosh Büro 40. Da interessiert es uns einfach mal, wie gefallen euch solche Artikel? Letztes Jahr war ja die Devise Hauptsache laut und groß. Ist jetzt mal ein spezieller Effekt, Rosetten in verschiedenen Farben, also die gibt es auch reinsortig. Das ist jetzt einfach die Mixbatterie, da ist von allem was dabei für 9,95 aus dem Hause Tosh Büro. Habe ich gehabt. Ganz okay. Ist ja nicht so, nicht ganz so groß von dem Kaliber, die Rosetten. Naja, also. Die Nummer 32, die Tosh Büro 40, also wie gesagt, wenn ihr wollt, schreibt uns in Facebook oder sprecht uns heute direkt an, wie hat euch das gefallen. Es ist ein spezieller, ruhiger Effekt, man weiß nie, wie kommt er an, deswegen schießen wir das auch jetzt schon im Mai vor, dass wir eben wissen, was müssen wir für euch für Silvester besorgen. Ebenfalls dazu gehört die 33, die Sensation, 25 Schuss Mixbatterie von Triplex für 10,95. Ja, habe ich selbst noch nie gesehen, freue ich mich selber drauf. Viel Spaß. Welche jetzt? Hals bei Hals erstmal. Ja, also die Hals ist noch erstmal, richtig ja. Schick, wenn ich deswegen da mal was wirklich mal hier reinbringen darf. Also hat mir sehr gut gefallen. Da müssen wir mal schauen, ob das die Sunburn auch macht. Für mich auch der erste Live-Eindruck. Die letzten Monate entstand ein sehr enger Kontakt zur Firma Xplode. Letztes Jahr haben sie es nicht zu uns geschafft. Dieses Jahr haben wir für heute einige Exemplare bekommen, einfach um es euch mal zu zeichnen, um es uns anzugucken. Das ist eine zweistufige Goldbatterie. Ich hatte das Problem früher bei den alten Videokameras, die noch nicht genau auf Band aufgenommen haben. Also bis jetzt sind dann ausgegangen, Feuchtigkeit festgestellt, für die Videokopf nach feucht und dann ist Ende, ne? Schöne Scheiße gewesen. Nummer 34 von Xplode, also ja, ich finde das Ding nicht schlecht. Jetzt nähern wir uns so langsam den größeren Koffern in unserer Serie, die 35 der Werwolf, 15 Schuss Panda. Von Geisha aus Holland, Geisha? Oh Gott. Alles riesige Blindstern-Pokés mit Blister-Volumen, die Batterie, ja, habe ich selbst auch noch nie gesehen. Vieles für uns auch heute neu. Ich bin drauf gespannt. Viel Spaß. Geisha.
Also ich finde für den Preis wirklich nett anzusehen. Die Red Club, die Nummer 36, kommt ebenfalls aus dem Hause Geisha. Die haben wir schon mal sehen dürfen. Schießt richtig zackig durch, also ich würde sie schon als Finalbatterie bezeichnen. 25 Schuss. Wir haben goldene Palmen mit roten Blinkern, das Ganze immer im Wechsel, einfach schön und das Ganze für 15,95. Schönen roten Sternen. Also ich finde das Teil wirklich immer wieder klasse. Ja, also die, die sie vom letzten Jahr noch kennen, die werden sich jetzt freuen. Diese noch nicht kennen, die werden sich später dann freuen. Die Nummer 37 von Memories. Ja, ich will gar nicht so viel dazu erzählen. 16,95. Die letzten 6 Schuss, die sind eigentlich wirklich interessant. Genießt es einfach. Also es brutzelt eine Fontäne zu Beginn, das sollte ich vielleicht noch sagen, bevor ihr meint, wir verarschen euch, aber es geht dann richtig los. Momentan in F2 bekommt, also ich habe noch nie was Lauteres gehört mittlerweile. Also macht immer wieder Spaß, wir haben die letztes Jahr im Dreierfächer geschossen, also das macht richtig Radau. Ebenso wie die Nummer 38, die Tosh Pyro 36, das ist eine 25 Schuss Fächerbatterie mit roten Bouquets und Crackling-Wolken. Jedes Mal mit einem Feuertopf, die es vielleicht kennen, ähnlich der Panda Red Heat von früher für 18,95. War die Nummer 38. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der 39. Das ist ein Artikel, der mir selbst sehr gut gefällt. 25 Schuss aus dem Hause Geisha, wieder aus Holland. Einfach klasse finde ich das Teil. Für 16,95, ja, für mich persönlich die Preis-Leistungs-Batterie. Schaut es euch einfach an, der Lucifer von Geisha. Thank you.
Christopher von Geischer. Machen wir weiter mit der Nummer 40. King Arthur von Gau. 19 Schuss mit Kaliber 30 mm. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Hat ein Crackling-Finale drin. Ich möchte mich auch einfach mal überlassen. Für 17,95. Viel Spaß.